töten die großfressigen. Großfressigen. Was ist denn im Keller der Verdammten? Ach, noch ein Keller. Immer diese Keller. Ich mag doch keine. Guck mal, Spinnnetz. Das ist nicht gut. Doch, das ist cool. Oh, eine Trage. Wie schön. Meine Freunde. So. Es tut mir leid. Die Leiden schwiegt. Helft uns. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Oh, Hedrick, hilf mir. Natürlich greift die mich gleich wieder an. Mein Name ist Hedrick Imon. Wie der Zufall so will, suche ich nach König Leoriks Krone. Habt ihr vielleicht schon davon gehört? Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Weglagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Das Nordwesttor öffnen. Auch noch mehr liegen. Schön. Spinnnetz. Ich kann sogar ein Nordwesttor öffnen. Wow. Ja, toll, oder? Ein very proud of you. Auch noch so ein ekelhaftes Teil. Ah, ich zucke jetzt mal zusammen. Das Ding einfach explodiert. Diese Kreatur muss sterben. Oh ja, die erste Gegner. Boah! Ach, sorry, das wollte ich gar nicht. Ja, ja. Das macht das einfach, ohne mich zu fragen. Darfst du dann irgendwann die Kreise nochmal in den Nahkampf holen? Bitte? Ich sagte, ich glaube, du darfst dann die Kreise nochmal in den Lauf holen. Ach ja. Wo kommen denn noch immer diese ganzen Dinger her? Geld natürlich einsammeln. Sonst kann ich nachher in den Shoppen gehen. Ja, sicher.
Massaker. 16 Monster getötet. Ja, wenn es nur Monster sind. Naja, du hast doch vorhin gehört. So viele Wände. Gemetzel. Massaker. Ach, neue Freunde, noch mehr von denen. Da liegt schon keine Spur. Einem Schlag getötet. Wow! So. Hier ist ein Friedhof. Ja, wir auch sind. Ich stelle hier einfach die Gräber. Was machst du? Das kam. Ach so. Sarah, du hast dich dann leider aufspritzen. Wo sind die? Scheiße. Nada, ich bin schon da. Sucht den Altar des Kanzlers unterhalb des Friedhofs der Verlassenen. Okay. In den letzten Tagen von König Leoriks Herrschaft konnten selbst die Gebeine der vor Ewigkeit Gestorbenen nicht ruhen. Sie nahmen ihre verfallenen Rüstungen und Waffen wieder auf und sind nun bereit, alles niederzumähen, das atmet. Sie mögen vermodert und gebrechlich sein, doch ihre verdrehte Intelligenz macht aus ihnen beachtliche Gegner. Höhlen Abgrund. Nicht gut. Ach, wie ich mich kenne, fahre ich da trotzdem runter. Was ist das dann? Lass mal da reingehen. Entweih. Ups, falscher Maustaste. Segen erhalten. Ich bin jetzt gesegnet. Ja, mit dem Kopf. Nein.
Einen Heiligenschein habe ich jetzt. Die ganze Zeit nicht. Ich kann es nicht glauben. Ich bin in einer Falle gefangen. Einfach mal. Ich muss die Sounds noch ein bisschen runterstellen. Schon wieder? Öffne das Gefäß. 10 Gefäß. Das war der Fernseher. Kannst du die Axt nehmen? Ja. Okay. Keule der Verwundeten. Okay. Vielleicht ist sie ja besser wie dein Schwert. Glaube ich eher wenig. Weiß ich nicht. Was? Ja, machen die hier eine Tür hin und dann ist hier eine Sackgasse. Was ist denn los? Hier geht's weiter. Ach so, das war dein Hund. Ja, ich will einfach mein Hund. Sarkophag zerstören, ist ja egal. Wir stören ja nur die Toten, sonst ist das ja nichts. Das ist doch normal. Völlig normal. Ich gehe auch nachts auf den Friedhof und schände da die Toten. Klar, wir machen das mal nicht. Das ist ein absolutes Hobby von mir.